kann man nun die Digitalisierung nachhaltiger gestalten. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man langlebige Hardware herstellt oder versucht, den Energieverbrauch bei der Nutzung digitaler Prozesse zu verringern. Denn der digitale Wandel kann durchaus auch als Chance für Nachhaltigkeit gesehen werden. Unsere nächste Speakerin wird Sie nun informieren über Projekte der Landesverwaltung Baden-Württemberg. Dr. Ulrike Kugler ist seit 2018 Referentin in der Kompetenzstelle Green IT am Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Und sie zeigt Ihnen in ihrer Keynote, wie Green IT nachhaltige Digitalisierung fördern kann. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ulrike Kugler. Ja, herzlichen Dank für die Einführung und auch nochmal danke an meinen Vorredner, der das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung ganz gut schon eingeführt hat. Ich möchte Sie heute, wie ja schon erwähnt, mitnehmen sozusagen auf eine Mini-Reise, so ein paar Schlaglichter setzen, wie wir denn die Begrifflichkeiten verstehen und was wir dann damit auch machen bei uns in Baden-Württemberg. Und möchte das anhand einiger Projekte relativ zumindest versuchen, anschaulich darzustellen. Wenn wir über den digitalen Wandel sprechen, dann erleben wir das ja jetzt immer zunehmend mehr und mehr, dass er wirklich rasante Veränderungen mit sich bringt. Wir führen auch dieses Event in einer digitalen Form durch mit allen Vorteilen, aber auch einigen Nachteilen natürlich, wie auch von meinem Vorredner schon angesprochen. Und in diesem Veränderungsprozess, den der digitale Wandel mit sich bringt, da liegen dann natürlich große Potenziale, aber auch große Herausforderungen. Und so wie wir das sehen, möchten wir natürlich, dass der digitale Wandel dem Menschen dient und nicht umgedreht, kein Selbstzweck ist und auch zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt und Nachhaltigkeit ganz im Sinne auch der Definition meines Vorredners im Sinne von Gesellschaft, Ökonomie, also Wirtschaft und auch Ökologie der Umwelt. Und damit das geschehen kann, ist zumindest unsere Sicht, müssen wir ihn auch gestalten und können es nicht, salopp gesagt, einfach so laufen lassen. Dazu habe ich Ihnen nochmal eine Grafik mitgebracht, die der oder die ein oder andere eventuell kennt. Das ist eine Darstellung des Border Step Instituts, die eine jährliche Aufstellung machen, was denn der Stromverbrauch von Servern und Rechenzentren in Deutschland entwickelt und jetzt in diesem Fall entwickelt hat in der letzten Dekade. Und wir sehen zum einen, dass es einen stetigen Anstieg gibt des Stromverbrauchs, der dann jetzt bei ca. 3% des Stromverbrauchs in Deutschland liegt, also nicht überbordend viel, aber zunehmend und stetig wachsend. Also es ist etwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Das zum einen, man sieht es auch hier von Beginn 2010er Dekade an bis zum Ende ist der Stromverbrauch insgesamt um 60% gewachsen. Was hier aber auch noch in dieser Darstellung ist, um es einmal noch ein bisschen auszuführen, ist eine Untergliederung, was denn der Stromverbrauch in so einem Rechenzentrum ausmacht, woraus er sich zusammensetzt. Zum einen natürlich die Server, aber auch die Speicher, in denen wir unsere Daten gespeichert haben und das Netzwerk, über die diese Daten fließen. Das alles braucht Strom. Das ist hier der untere Teil, aber auch der obere Teil. Denn wenn so ein Server betrieben wird, das wissen Sie selbst von Ihren Endgeräten daheim, dann wird er warm. Also der Strom wird praktisch 1:1 in Wärme umgesetzt. Und diese Wärme wird aktuell in Rechenzentren zu fast 100% weggekühlt. Im günstigen Fall mit einer Freiluftkühlung, aber meistens dann mit auch strombetriebenen Klimageräten. Und auch das ist ein Punkt, an dem man ansetzen muss. Und jetzt noch eine Maßzahl und dann höre ich auch auf, Sie mit Zahlen zu quälen. Der sogenannte PUE-Wert, Power Usage Effectiveness, der eben darstellt, wie sich der Energiebedarf, also in dem Fall der Strombedarf des Rechenzentrums insgesamt verhält zum Strombedarf der IT-Komponenten. Und der liegt in diesem Fall im Schnitt in Deutschland, also im letzten Jahr, in den Rechenzentren und Servern bei 1,6. Das heißt, wir betreiben IT und brauchen nochmal 60% mehr Strom,
um eben sie zu kühlen, um eben auch eine Batterieanlage zu betreiben. Das verbirgt sich unter diesem Wort USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, hier hinten, damit das Rechenzentrum auch 24/7 läuft. Das ist ja das, was wir alle wollen. Und an dieser Maßzahl hier, da ist noch Luft nach oben. Effiziente Rechenzentren heutzutage erreichen vielleicht 1,2 an PoE. Und man sieht schon, also hier gibt es dann durchaus noch Verbesserungspotenziale, um Richtung Energieeffizienz zu kommen. In Baden-Württemberg haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die Digitalisierung voranzutreiben. Nicht nur wir in Baden-Württemberg, so, das geschieht ja gerade auf allen Ebenen. Es gibt dazu eine Digitalisierungsstrategie, Digital@BW. Und wir haben uns vorgenommen, mithilfe derer und mithilfe von Projekten zu einer Leitregion des digitalen Wandels zu werden. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch vorgenommen, das eben zu gestalten, diesen digitalen Wandel, und zwar in eine nachhaltige Richtung, und haben das auch als übergeordnetes Ziel in der Leitlinie verankert. Es ist auch einiges an Geld bereits geflossen in Projekte, da zeige ich gleich ein paar Beispiele, und auch ganz sozusagen banal in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, Netzwerk, ne? Auch Server, Rechenzentren, also Stichwort Ertüchtigung, was ja auch mit dazugehört. Ja, wenn ich über nachhaltige Digitalisierung spreche, was verstehen wir denn jetzt darunter? Wir ist jetzt in diesem Fall das Umweltressort, also vom Ministerium für Umwelt und der nachgeordnete Bereich in Baden-Württemberg. Wir sehen da 5 Themenfelder. Zum einen einen Bereich, wo wir klassischerweise herkommen, nämlich die Erhebung von Daten zum Zustand der Umwelt, Monitoring-Daten meistens und auch Szenariodaten. Und das ist ein Bereich Umweltinformationssysteme, den gibt es schon ganz, ganz lange. Ja. Und der kann aber jetzt mithilfe neuer digitaler Methoden auch angereichert werden. Beispielsweise können wir mithilfe von Satelliten-Fernerkundungsdaten Informationen, und zwar mehr Informationen generieren zum Zustand unserer Umwelt, unserer Seen, unserer Ökosysteme. Wir können auch an Schiffen, das haben wir auch in einem Projekt gemacht, Sensordaten anbringen, also nicht Sensordaten, sondern Sensoren anbringen, die dann Daten liefern, beispielsweise zur Wassertemperatur in größeren Gewässern, und uns dann eben noch Informationen geben über die üblichen, die wir so schon haben, in unserem Berichts- und Meldesystem hinaus. Wir können aber auch Mittel entwickeln, um mit dieser großen Menge an Daten, Stichwort Fernerkundung, also Satellitendaten, überhaupt klarzukommen und sie handhabbar zu machen. Das würde dann unter das Stichwort Big Data Analyse fallen. Ein ganz anderes Beispiel, aber natürlich auch im Bereich Digitalisierung und Daten, ist die Industrie, industrielle Prozesse. Die rauchende Fabrik, Fabrikschlote, die vorhin auch schon angesprochen wurden. Und auch wir möchten natürlich von diesem Bereich wegkommen, hin zu einer Kreislaufführung in der Produktion, zu einer besseren Ausnutzung von Rohstoffen. Momentan gibt es einfach immer noch in allen möglichen Produktionsbereichen eine relativ hohe Menge oder mehr oder weniger hohe Menge an Abfallprodukten. Und auch die kann man intelligenter lösen, indem man zum einen Prozesse effizienter betreibt durch digitale Möglichkeiten und vielleicht sogar auch zu einer Weiternutzung dieses Abfalls kommt in Richtung oder an anderen Standorten, an anderen Produktionsmöglichkeiten. Dazu habe ich dann auch noch ein Beispiel mitgebracht. Dann der Bereich, aus dem ich komme, Green IT. Green IT hat sich vorgenommen, in unserer Landesverwaltung, die IT unserer Landesverwaltung, über den gesamten Lebensweg hinweg, von der Produktion über die Nutzung bis zur Verwertung am Ende, effizienter zu gestalten, und zwar ressourceneffizienter. Das meint nicht nur Strom, sondern auch die Rohstoffe, die in der Hardware verbaut sind, und auch die Arbeitsbedingungen, die mit einer Produktion einhergehen. Und das ist ein Feld, was ich dann auch noch kurz beleuchten werde. Und jetzt dann, wie versprochen, ein paar Beispiele. Zum einen das Projekt SAMOSEE BW, die Abkürzung, was eben Fernerkundungsdaten, also Daten des Copernicus und der Landsat-Satelliten, nutzen
möchte und auch nutzt, das läuft nämlich schon eine ganze Weile, um Aussagen treffen zu können über Gewässergüteparameter. Man sieht es hier an diesem Bildchen. Das linke ist der Bodensee, eine Aufnahme aus einer Satellitenaufnahme. Und das rechte sind viele kleinere Seen, oberschwäbische Seen. Und was man sieht, ist die Darstellung von Chlorophyll A, das heißt von Algenwachstum. Und Algenwachstum wiederum lässt Rückschlüsse zu zur Gewässergüte, also zum Beispiel zum Sauerstoffgehalt der Seen oder der Oberflächen zumindest und auch zu eventueller Eutrophierung, also Überdüngung der Seen. Und warum braucht man das? Nun zum einen, wir haben natürlich bei uns in der Umweltverwaltung klassische Monitoring-Programme, mit denen genau diese Parameter in situ, also vor Ort, überwacht werden. Aber auch das ist klar, damit lassen sich gar nicht alle Seen erfassen und auch der Bodensee lässt sich damit natürlich nicht kleinräumig und flächendeckend erfassen und überwachen. Und wir erhoffen uns jetzt über dieses Projekt ein Tool, ein Werkzeug, eine Möglichkeit, um eben so eine Art, wie soll man sagen, Wächter darzustellen, also indikativ eine Überwachungsfunktion zu liefern, um damit dann die Bearbeiter in den entsprechenden Behörden vor Ort reagieren können, wenn sie sehen, oh, bei diesem See hier ist die Chlorophyll-A-Konzentration beispielsweise sehr, sehr hoch. Da sollte man mal hinfahren und vor Ort gucken. Also natürlich brauchen wir dann immer noch das menschliche Auge, auch die menschlichen Fähigkeiten, um das vor Ort wirklich auch überprüfen zu können. Aber hier können uns digitale Tools schon mal helfen, gezielter nachzuschauen. Und was noch ein Thema ist, ich hatte es vorhin auch schon angedeutet, solche Satellitendaten liefern riesen Datenmengen, Terabytes. Ich weiß jetzt die Zeiteinheit nicht. Und auch da scheitert es in der Praxis oft daran, diese Daten verfügbar zu machen, bearbeitbar. Und das ist auch ein Teil dieses Projektes hier, das dann wirklich so umzusetzen, IT-seitig, dass dann am Ende auch ein Softwareprodukt oder zumindest mal ein Prototyp entstehen kann, mit dem dann auch in der Umweltverwaltung weitergearbeitet werden kann. Und wen das interessiert, der kann sich natürlich gerne an mich wenden oder auch auf unsere Webseite gucken. Ich habe den Link hier unten mal auf den Vortrag drauf kopiert. Ein weiteres Beispiel eines Projekts. Gehen wir sozusagen in meinem Schaubild jetzt auf die andere Seite von den smarten Umweltdaten weg, hin zur Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft in der Industrie durch digitale Tools. Und ich habe jetzt genau dieses Projekt auch ausgewählt, weil es natürlich bei dem Stichwort Blockchain sofort bei vielen die Alarmglocken schrillen. Blockchain kennen wir alle aus dem Bereich der Kryptowährungen, wo dann, wenn es ganz, ganz dumm läuft, Kohlekraftwerke angeworfen werden, um eben große Serverfarmen zu betreiben, um dann eine virtuelle Währung zu generieren. Das ist hier natürlich nicht das Ziel, sondern hier geht es darum, diese Technologie der Distributed Ledger Technologien, also der verteilten Bücher, Blockchain auch genannt, zu nutzen, um in der industriellen Produktion zu einer Kreislaufführung zu kommen und auch ressourcensparender zu wirtschaften. Denn es gibt auch da in der industriellen Produktion ganz, ganz viele verschiedene Daten und Informationen zu Produkten oder zu Produktionsstufen, zu Prozessen, die aber bisher noch wenig genutzt werden für diesen Zweck. Und das Ziel dieses Projektes ist ein Forschungsprojekt, zunächst einmal mit Hochschulen, aber auch mit der Industrie, ist zu schauen, was haben wir denn für welche Datensituationen und wie ist denn überhaupt der Bedarf für verschiedene industrielle Anwendungsfälle. Es ist auch ein Ziel, eine vertrauenswürdige Plattform zu schaffen. Das ist nämlich ja der Clou an der Technologie, ja, dass das Vertrauen sozusagen dadurch geschaffen wird, dass es verteilt ist. Und auch das soll angeguckt werden, ob das möglich ist. Und dann am Ende ein Stichwort wäre jetzt auch digitaler Zwilling oder auch digitaler Produktpass. Auch das Aktivitäten, die es ja in vielen, vielen verschiedenen Bereichen bereits gibt. Darüber dann Materialströme zu erfassen über den gesamten Lebensweg der Produkte, um dann eben am Ende tatsächlich ressourcenschonender
und kreislaufführender arbeiten zu können. Und ein Aspekt ist auch, betrifft dann wieder uns als Verwaltung, dadurch Verwaltungsprozesse auch vielleicht zu vereinfachen und transparenter zu gestalten für beide Seiten. Kommen wir nun zu einem dritten Themenfeld in unserer nachhaltigen Digitalisierung, die Green IT. Da bin ich sozusagen zu Hause. Ich bin tätig in der Kompetenzstelle Green IT und arbeite daran, dieses Thema auch bei uns in der Landesverwaltung voranzubringen. Und zwar Green IT, wie sehen wir das? Was ist für uns die Definition? Wir sagen, das ist Informations- und Kommunikationstechnik, die über ihren gesamten Lebensweg hinweg, also von der Extraktion und der Verarbeitung der Rohstoffe über die Herstellung der Produkte, über die Nutzung hin zur Verwertung, ressourcenschonend ist. Und momentan, was wir erleben, auch in meinem Vorrednervortrag kam es zur Sprache, ist bei den meisten Geräten, bei der meisten Hardware natürlich eine Einbahnstraße. Also wir stellen sie her, wir nutzen sie nicht sehr lang wahrscheinlich und am Ende gibt es eigentlich bisher zumindest keine großskalige Verwertung. Natürlich müssen wir eher zu einer Kreislaufführung kommen aus ganz vielen verschiedenen Aspekten hin. Und daran arbeiten wir bei uns in unserer Landesverwaltung mithilfe der Landesstrategie Green IT, die eben, wie gesagt, das Ziel hat, den Energie- und den Ressourcenverbrauch der IT in unserer Landesverwaltung, also der Rechenzentren, der Serverräume, aber auch der Hardware, die wir haben und die wir ja auch beschaffen, über den gesamten Lebensweg hinweg effizienter zu gestalten. Und es wurde bereits vor 7 Jahren eingeführt, diese Strategie als Teil der klimaneutralen Landesverwaltung. Und da haben wir uns jetzt als Baden-Württemberg vor kurzem im Parlament nochmal, wurde das Klimaschutzgesetz, deren Teil die klimaneutrale Landesverwaltung ist, novelliert. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, bis 2030, also praktisch übermorgen als Landesverwaltung, klimaneutral zu werden. Und da ist diese Strategie auch ein Teil des gesamten Maßnahmenpakets. Wenn wir Green IT damit arbeiten, was meinen wir denn? Wir haben uns dort 5 Themenfelder gesetzt, 5 Schwerpunkte und diese dann auch mit Maßnahmen hinterlegt. Zum einen die IT am Arbeitsplatz, ganz klassisch die Hardware-Ausstattung, die Drucker, die wir dort haben, die zunehmend auch mobilen Geräte. Dann die Beschaffung, die öffentliche Verwaltung ist ja ein großer Beschaffer von Geräten, sei es über Kauf, sei es über Leasing. Und auch hier gibt es Hebel, um eben beispielsweise über Gütezeichen wie den Blauen Engel oder TCO Certified auch Signale in den Markt zu setzen und auch zu fördern, dass es mehr in Richtung einer Transparenz geht von Lieferketten. Und da wird uns hoffentlich auch das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz unterstützen dabei. Dann auch ganz klassisch in der Green IT natürlich das Thema Energiemanagement und organisationelle Verankerung. Die Rechenzentren natürlich als relativ großer Stromverbraucher in der Nutzung, aber wir benötigen sie natürlich auch. Ohne Rechenzentrum läuft nichts. Irgendwo müssen die Daten ja verarbeitet werden. Und dann bei uns auch noch der Wissenschaftsbetrieb als eigenes Feld, als zum einen Nutzer von IT. Auch hier gibt es ja einige also Hochleistungsrechenzentren und die dann aber auch andererseits mit ihren Lösungen, das gibt es auch Themen wie ressourceneffizientes Programmieren zum Beispiel, dazu beitragen können, um eben im Sinne der Green IT voranzukommen. Meine persönliche Aufgabe in der Landesstrategie ist es, zu kommunizieren über das Thema, Wissenstransfer zu betreiben, Unterstützungsangebote zu geben, zu monitoren, wie weit wir denn schon da so fortgeschritten sind und was noch zu tun ist und auch da Demonstrationsprojekte zu fördern. Dann komme ich schon zu meinem Fazit. Ich habe es extra kurz gehalten, um auch noch Raum für Fragen zu geben und sie auch nicht zu erschlagen. Kommen ja noch einige Vorträge an diesem Tag. Und so wie ich das sehe und so wie wir das auch insgesamt bei uns im Land und auch bei uns am Umweltministerium sehen, ist, dass Digitalisierung uns durchaus helfen kann, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das wollte ich mit einigen Demonstrationsprojekten zeigen.
Es bedarf aber natürlich einer Rahmensetzung durch die Politik, die nötigen Leitplanken. Und das möchte ich hier jetzt nochmal erwähnen, dass das auch geschieht. Also wir sind in Baden-Württemberg mit unserer Landesstrategie nicht alleine. Es gibt in anderen Ländern mittlerweile auch Green IT-Strategien. Es gibt auch übergeordnet im Bund viele, viele Aktivitäten und natürlich auch auf EU-Ebene. Da gibt es die EU-Energieeffizienzrichtlinie, die jetzt, wo es jetzt eine neue Neufassung geben wird, die sich dann auch mehr mit überhaupt mal mit Rechenzentren beschäftigt. Es gibt die Ökodesign-Richtlinie auf EU-Ebene, die dafür sorgt, dass das Geräte auch energieeffizient, möglichst energieeffizient produziert werden oder gestaltet werden. Und es gibt auch Bestrebungen in Richtung mehr Transparenz, also für den Nutzer von IT, von digitalen Leistungen, transparent zu machen, wie viel CO2 beispielsweise denn entsteht bei einer bestimmten Anwendung. Wir bei uns in Baden-Württemberg haben uns im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie Digital@BW mithilfe von Projekten, Leuchtturmprojekten, dran gemacht, einfach mal auszuprobieren und zu entwickeln, welche Möglichkeiten gibt es denn, um mithilfe digitaler Tools und Methoden in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen. Stichworte Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und Umwelt- und Klimaschutz. Und in unserer Landesstrategie Green IT gucken wir sozusagen von der anderen Seite drauf, also nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung. Und die andere Seite ist ja Digitalisierung nutzen, um nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Und hier wollen wir eben möglichst negative Digitalisierungseffekte innerhalb der Verwaltung möglichst minimieren, und zwar über den gesamten Lebensweg der IT hinweg. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Kugler. Es sind auch schon einige Fragen für Sie eingelaufen, die werde ich Ihnen jetzt der Reihe nach stellen. Fangen wir mal an. Wie kann jede einzelne Person mit Hilfe der Digitalisierung etwas zur Nachhaltigkeit beitragen? Fragt ein Userin. Ja, ganz banal können wir zum Beispiel Ihr Gerät, Ihr Mobiltelefon, länger als die, ich glaube, es sind durchschnittlich 2,1 oder vielleicht sind es jetzt 2,4 Jahre, nutzen. Ja, das ist, ich weiß, nicht ganz so einfach, weil ja irgendwann das Update der Software aufhört, also das Betriebssystem, ja, ist dann irgendwann nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und das führt dann oft dazu, dass Geräte eben in der Schublade landen, ja, weil sie einfach dann nicht mehr sicher sind. Gerade bei Mobiltelefonen ist das ein Problem. Und auch da ist man jetzt politisch dran, dem Problem näher zu kommen. Aber ja, man kann zum einen, also auch so ein bisschen Richtung Suffizienz, sich überlegen, wie viele Geräte brauche ich überhaupt? Also muss es privat jetzt das Tablet, der Laptop, das Handy und das noch sein, die Smartwatch, ja? Oder auch das intelligente Gerät in der Küche, wobei das schwierig ist, wahrscheinlich das zu vermeiden. Und zum anderen Geräte auch übrigens im Arbeitsumfeld länger nutzen, vielleicht auch mal reparieren, wenn es geht. Auch als Konsument da zurücknehmen und nicht permanent neue Geräte kaufen. Das genau und eben auch, das ist auch so ein bisschen die Richtung, in die mein Vorredner ging, sich da uns auch, wir alle uns ertüchtigen in diesem Umfeld und uns bewusst machen, was denn dahinter steht, hinter so einem Gerät, was das denn heißt an CO2-Rucksack oder auch an Arbeitsbedingungen, die damit einhergehen. Und auch, wenn wir jetzt an die Nutzung digitaler Tools denken, ne, vielleicht auch mal eine Open-Source-Software-Lösung selber zu Hause ausprobieren, bei einer Textverarbeitung beispielsweise oder so. Also gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich eben selber mit diesem Thema auch beschäftigen. Ja. Herzlichen Dank. Eine Frage, die sticht mir jetzt gerade besonders ins Auge. Sie hatten ja von 2030 als Ziel für die Klimaneutralität für Baden-Württemberg, ne, für die Landesverwaltung. Das ist so Ihr Ziel. Wie sieht es denn jetzt im Vergleich zu anderen Bundesländern aus? Ist hier Baden-Württemberg besonders gut oder eher im Mittelfeld? Und natürlich interessiert uns hier in München auch, wie schaut es im Vergleich zu Bayern aus? Also
möchte mir jetzt da bin ich tatsächlich zu wenig drin, möchte mir jetzt auch gar nicht anmaßen, so einen Fingerzeig zu fahren oder einen Vergleich. Was jetzt Klimaneutralität und Ziele dafür betrifft oder auch ein Klimaschutzgesetz, ist mir bekannt, dass es einige Bundesländer haben und auch als Ziel sich vorgenommen haben. Auch der Bund hat für seine Verwaltung die Klimaneutralität ausgerufen. Das genaue Datum, muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht. Fakt ist aber, das hatte ich ja auch schon angedeutet, das wird nicht einfach werden. Ja, also da ist die IT spielt eine Rolle und natürlich vor allen Dingen der Gebäudebestand. Wenn wir in Richtung Klimaneutralität in einer Landesverwaltung denken und da gibt es noch eine Menge zu tun, aber auch da kann IT dann wieder helfen. Stichwort Digitalisierung, digitale Tools und vielleicht auch noch, das hatte ich vorhin nur so am Rand gestreift. Das Rechenzentrum kann dann auch vielleicht mal genutzt werden als Heizwerk, sprich die Wärme, die in dem Rechenzentrum anfällt, könnte auch in eine genutzt werden zur Gebäudeheizung. Das geschieht bisher nur in Deutschland nur sehr punktuell. Das ist so ein Bereich, der auf jeden Fall noch ausgebaut werden könnte und da auch hilfreich sein könnte. Erfolge waren, die Sie bisher mit Ihrer grünen IT-Strategie erzielen konnten. Ja, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann sieht man, das ist wahrscheinlich normal immer nur das, was alles noch nicht so funktioniert. Ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dieses Thema überhaupt mal ins Bewusstsein zu setzen, auch in meinem Hause, ja, weil das ist bei IT ist wirklich so ein Phänomen. Mir ging es auch so. Ich war vorher in der Wissenschaft tätig, gar nicht so sehr mit Schwerpunkt auf IT und habe IT aber immer genutzt. Also sie ist ein Werkzeug meistens, IT oder auch also digitale Tools. Und die wenigsten machen sich bewusst, dass damit ja natürlich auch ein Ressourcenverbrauch einhergeht. Ja? Und ich denke, ein großer Erfolg ist zumindest dieses Thema zu setzen und zu besetzen. Und dann ist es ja viel, ja, ist es Kernarbeit in Gremien daran arbeiten, entsprechende Strategien weiterzubringen, das Thema auch in andere Länder zu bringen. Auch bei uns vor Ort über kleinere Projekte Dinge weiter voranzubringen. Erfahrung, dass sich die Aufmerksamkeit für dieses Thema vergrößert hat in den letzten Jahren? Unbedingt. Also es gab ja dann so Schlagzeilen wie, ich weiß gar nicht, wie genau die Schlagzeile war, Stream ist das neue Fliegen oder ne, Stream-Scham. Und das kam in meiner Wahrnehmung vorletztes Jahr auf, natürlich nochmal sehr gepusht, klar, durch die Corona-Pandemie, die uns ja alle sozusagen gezwungen hat. Das hat auch durchaus sein Gutes aus meiner Warte, uns eben mit diesem Thema mehr zu beschäftigen. Frage habe ich noch für Sie. Und zwar von einem unserer User: Warum ist die Analyse von Prozessen in der öffentlichen Verwaltung, also ob etwas überhaupt digitalisiert werden soll und muss, oftmals nicht Bestandteil von Green IT-Denkprozessen? Das würde ich jetzt so, ich versuche mal zu interpretieren, so ganz so würde ich das nicht sehen. Also Green IT, das habe ich zumindest versucht darzustellen, ist eben nicht nur, ich muss Strom sparen, ganz platt gesagt, sondern wir versuchen schon auch da reinzugucken. Beispiel, ich hatte es kurz angeschnitten, effizientes Programmieren, ja, also auch eine Software, und da wären wir dann bei den digitalen Verwaltungsprozessen, die gehen ja mit Software-Tools einher, ja, und auch die können eben so gestaltet werden, dass sie weniger Ressourcen, also Computerressourcen, sprich den Prozessor gebrauchen, ja, und damit schlussendlich dann am Ende auch weniger Strom verwenden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das siloartig total getrennt abläuft, aber es ist sicherlich eine Herausforderung, diese ganzen Sphären und diese ganzen Menschen, Akteure, die da ja tätig sind, zusammenzubringen. Und das ist auch was ein Fazit so für mich ist, dass der Austausch, das Netzwerken über Ressortgrenzen oder Verwaltungsgrenzen hinweg ist immens wichtig und um insgesamt zu dem Ziel einer nachhaltigen Gestaltung der Digitalisierung hinzukommen. Frau Dr. Ulrike Kugler. Damit darf ich Sie auch verabschieden vom OGCM 2021. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, herzlichen Dank.